Mann, Mann, Mann. Mann, ich habe nichts gegen musikalisches Talent. Im letzten Video hat uns die Ätna da ein Lied vorgesungen. Boah. Mann, ich habe normalerweise nichts gegen musikalische Darbietung, aber das war. Bist du da? Ich habe geschmeidig einen Kaffee jetzt gebracht. Oh, Wahnsinn. Mann, ich habe wie gesagt nichts gegen musikalische Darbietungen, aber das war Rock'n'Roll Leistung. So, boah, bist du deppert. Ist dir aufgefallen, dass der Text von Aetnas Lied dem ähnelt, dem Dixie geübt hat? Dixie kann sich aber nicht wirklich gut Texte merken. Vielleicht klappt es besser mit neuen Texten. Boah, bist du deppert. Naja, okay. Oh, mal einen Kaffee trinken. Oh. Willkommen zurück. Wie gesagt, ich spiele das Spiel an einem Parker scheint hier noch flauschigen wach zu sein. Sonntagmorgen. Weil ich Mein vorhin Gott, dieser Text ist aber auch wirklich schwer zu merken. paar Tage in Urlaub. Ätna Songtexte. Die müssen wir faktisch dann da mit der und Care Hey austauschen. Trixie, sieh mal da! Wieso? Hast du das nicht gesehen? Nein. Ah, schon gut. Du schlimmer Buch. Text: You should care. You should care. Das Lied passt besser zu ihr. Ah ja, you should care. Ah ja, ah, da werden wir. Was sagt das? Die Musik wird immer viel lauter vor einer großen Revue-Szene. Es ist an der Zeit für Trixie, ihren neuen Songtest auszuprobieren. Bring Kubel dazu, Juku Scher zu spielen. Ah, gut. Okay. Mal schauen. Juku-Chair, ja. Sie hat recht. Ich kann mein Leben ändern. Na klar. Ja, denn ich war ein guter Polizist. Ich hatte zwar ein paar Aussetzer, vielleicht auch einen geistigen, als ich ein verschwindendes Weltraumauto gesehen habe. Aber ich bin ein guter Mann. Genau. Und alles, was ich tun muss, um Betty zurückzugewinnen, ist der gute Mann zu sein, der ich war. Egal, wie die Dinge laufen. Okay. Oh, ist okay, da. Hey, Miss Trotter, Sie wollten mit mir sprechen? Geht ja, Schnucki. Red doch. Ah, jetzt ist er wieder nicht da. Scheiße. Was ist mit meinem Ex-Freund, dieser Ratte, passiert? Ich weiß nicht. Ratten. Ich habe dem Chef gesagt, wir brauchen eine Truppe Bluthunde, wie die in Placerville. Aber währenddessen... Alle hergehört, die Party ist vorbei. Alle raus aus der Bar. Flüsterstube? Sie irren sich, Officer. Das hier ist nur eine Eisdiele. Ha, netter Versuch. Raus! Oh. Nicht schlecht. Psst, Crockett. Wären die Valentis bereit, bei der Entschärfung der Lage zu helfen? Ja oder nein? Das ist jetzt die Frage. Nein. Ja. Klar, kein Problem. Ich werde das bei der nächsten Versammlung ansprechen. Hey, wir betteln hier nicht. Kit dachte nur, JJ würde sich gern beteiligen. Besonders jetzt, nachdem wir den Brandstifter geschnappt haben. Warte, du meinst... Doc? Doc? Du gehörst gar nicht zur Valenti-Gang, oder?
Was weißt du über den Brandstifter? Nix. Komm schon, ab zur Polizeiwache. Kid kriegt dich, du Ratte. Er kriegt euch alle. Ja, ja. Naja, das haben wir so einigermaßen. Dank Miss Trotters Aussage sucht die ganze Polizei von Hill Valley nach Kid und seinen Schlägern. Sie verstehen nicht, wir müssen ihn sofort finden. Er hat einen Freund von mir entführt. Wen? Entkommender Carl Sagan, der Zeitreise Sondersrichters, oh, nicht wichtig, entkommender Gefangener Carl Sagan. Schon gut. Keine Sorge, wir haben den ganzen Platz abgeriegelt. Wenn Kid nicht weiter als eine Meile weg ist, werden wir ihn irgendwann finden. Irgendwie. Ich fürchte, für irgendwann bleibt keine Zeit. Naja. Naja. Naja, was wollen Sie da? Wo ist Kid denn? Naja. Mal schauen, was es da sagt. Such die Gasse ab. Vielleicht hat Kid etwas hinterlassen. Naja, eigentlich ein ganz guter Hinweis. Fässer. Parker muss den Fusel in der Flüsterstube beschlagnahmt haben. Apfeltonnen. Igitt. Igitt? Flachmann. Irving Kid Tannen. Er hat das wohl beim Hinausgehen verloren. Leer. Na klar. Haben wir den jetzt eigentlich mitgenommen? Ah ja. Aha. Kid hat nur einen Hinweis hinterlassen, aber ein guter Spürhund braucht nur eine vierte. Ja, ist eh irgendwas logisch. Ja. Unser lieber Eini. Unser Schnucki. Hey Einstein, beweg deine Nase hier rüber. Unser Schnucki-Bier. Gut so. Ich glaube nicht, dass Tannen und Doc bei Herbert Hoover sind, Eini. Okay, ich prüf das mal. Ein Knopf? Aha. Gut, Doc. Ich bin auf dem Weg. Crockett, was machst du hier? Ah ja, was wohl? Schon gut, komm und hilf mir, diese blöde Brandstifterin loszuwerden. Edna! Ich habe sie beim Dynamitlegen erwischt, als ich in der Suppenküche aufgeräumt habe. Schätze, Sagan war wirklich unschuldig. Ich habe für eine Story recherchiert. Ah, nicht schlecht. Das kannst du dem Papst erzählen. Hey, was soll das Ganze? Parker? Tannen, Sie sind verhaftet. Knapp ihn dir, Sacramento Boy. Das kann ich nicht tun, Kid. Was? Oh, verstehe. Warum lassen Sie Miss Strickland nicht gehen und geben auf? Hey, dort drüben. Achtung. Tja. Ach, du heilige Bimbab-Scheiße. Es ist vorbei. Vorbei? Nichts ist vorbei. Ich sag, dass es vorbei ist. Ach, du heilige Bimbab-Scheiße, Alter. Gott sei Dank speichert es jetzt hier. Bevor du Kid erledigen kannst, musst du die unschuldigen Passanten aus der Gefangenzone bringen. Edna zählt auch dazu. Edna ist ziemlich findig. Verschaff ihr ein wenig Zeit und sie wird sich selbst retten. Wenn du Kid lang genug von Edna ablenken kannst, wird sie den Rest selbst erledigen. Damit Kid Edna aus den Augen lässt, musst du hinter dem Polizeiwagen gelangen. Junge, Sonntag 3 Uhr und ich mach mir das hier. Na gut. Es ist doch ganz leicht, Tannen. Bei einem Tannen ist es niemals leicht. Okay, warte mal, was haben wir da? Lücke. Okay, die Fässer werden einmal. Wenn wir in den Arsch. Die Lücke. Der lässt mich tatsächlich nicht rein.
haben wir hier Abfalltonne. Das hätten wir. Die Lücke. Nimm das, Bulle! Die Lücke, die Lücke, die Lücke! Kittennen, die Fässer. Okay, probieren wir es einmal. Niemand legt sich mit Titten! Ja, ist recht. Das ist der Kittennen, das ist die Lücke, die Abfalltonne, das ist die Lücke. Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Genug von der Dampe, kannst du den selbst erledigen. Das ist ziemlich. Dass du die unschuldigen Passanten aus den Gefangenen zusammenbringen. Edna zählt auch dazu. Ziemlich windig, verschaff ihr ein wenig Zeit und sie wird sich selbst retten. Hu, 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 hu. Na los, Kind. Wir wissen doch, wohin das führt. Stimmt, ich werde auf deinem Grab tanzen. Oh, was haben wir da eigentlich? Flachmann. Chloroformflasche. Hey, Shannon! Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte! Aha. 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 Siehst du es? Wow! Aha. Aha. Aha, aha, aha. Ja, keiner wird eine Woche jetzt mit dem Pulverfass. Schnapsfass. Naja, Lücke. Das könnte ich die ganze Nacht tun. Bowling mit den Tennis. Aha. Eine Spur explosiven Fusels, der genau in die Garage führt. Jetzt ist es natürlich ist doch die ganz Frage. Leicht, Tennen. Da kommt die Pfeife. Feuerzeug. Feuerzeug. Hey Danny, ich hab eine. Nicht so lange Edna da drin ist. Scheiße. Lücke. Schnappspurlücke. Ja, da ja. Ich krieg tatsächlich nicht rein. Aber andererseits. Was ist, wenn wir es hier zuwerfen? Nein. Weiß ich auch nicht. Niemand legt sich mit Titanen an. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er jetzt eine rauchen will. Glück, Schnappspur. Abfalter. Na los, Kid. Wir wissen doch, wohin das führt. Stimmt, ich werde auf deinem Grab tanzen. Ach, das ist aber nix. Ich kann tatsächlich nicht rein. Polizeiwagen. Ah! Schießt du etwa auf mich? Ah, da ist sie. Ah. Ja. Das leider ein bisschen hin und her machen. So, ist sie jetzt raus oder nicht? Na gut, das sehen wir jetzt gleich wieder, was er sagt. Ja, da muss man sicher ein bisschen spielen. Hey Danny, ich hab eine. Nicht so lange Edna da drin ist. Ja, wie ist aber der? Die Lücke. Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Es ist doch ganz leicht, Tennen.
Bei einem Tenant ist es niemals leicht. Abfall. Ja, aber ich sehe sie nicht. Das ist das Problem. Wo ist sie? Fässer, Abfalltonne, Fässer. Nimm das, Bulle! Schlafspur. Lücke. Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Officer Parker. Was soll ich tun? Hast du eine Waffe? Keine echte. Keinen Schimmer. Niemand legt sich mit Titanen an. It's a time to low. Eine Spur explosiven Fusels, der genau in die Garage führt. Na los, Kind. Da-da-da-da-da, we see no. Flachmann. Ist leer. Wozu das also? Flachmann. Schießt du etwa auf mich? Schießt. Ist leer. Wozu das also? Ah, das ist versondert. Haha! Oh, sagt die Schleuder. Also gut. Trinken wir mal einen Kaffee. Bevor du Kit erledigen kannst. Okay. Ah. Musst du die Umschwingen was anderes in der Wand zu bringen? Edna zählt auch dazu. Okay. Edna ist ziemlich findig. Verschaffe ihr ein wenig Zeit und sie wird sich selbst retten. Ist er aber. Wenn du lang genug von Edna ablenken kannst, wird sie den Rest selbst erledigen. Okay. Damit Kit Edna aus dem Wagen lässt, musst du hinter den Polizei gelangen. Das könnte ich die ganze Nacht tun, Papa. Hey, Kid! Friss Blei, Schwindler! Vielleicht muss man hin und wieder reden mit ihm. Edna ist ziemlich findig. Ich wette, sie könnte sich retten, wenn man sie nur ließe. Hey, Hohlkopf! Das ist für dich! Es ist doch ganz leicht, Tennen. Ah. Hey, Kid! Friss Blei, Schwindler! Ha! Hey, Hohlkopf! Das ist für dich! Ich bin ein Trottel! Hey, Shannon! Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte! Komm schon, Mädchen! Hey! Braves Mädchen! Hey, Kid! Friss Blei, Schwindler! Na los, Kind. Wir wissen doch. Dann... Leider kann ich mich schlecht konzentrieren, wenn mir dauernd Kugeln um die Ohren fliegen, Mr. Crockett. Klar. Sag ich, dass das Kind ganz heiß wird? Das ist eigentlich von Alkohol, der ist leicht entzündbar. Du hast ja noch... Ja, Feuerzeug nützlich sein wird, ja, benutze um das Schnaf, ja. Sehr geil. Schießt du etwa auf mich? Schießt du? Jetzt ist logisch. Das haben wir ja. Wir haben ja eigentlich schon vorgezogen. Jetzt müsste es. Ha! Das ist keine echte Waffe! Stimmt, hab ich vergessen. Dann sollte ich sie besser loswerden. Oh Mist. Das kannst du laut sagen. Oh Mist. Er entkommt. Oh nein. Ach du Scheiße. Oder doch nicht? Ja, nein. Da, so gut wie neu. Sieh an, der Sohn ist nicht das. Doch nicht, oder? Parker, ich will einen Fluchtwagen und freie Fahrt bis Nevada. Sonst ist Bronx. Ah, ja. Doc, warte. Doc? Ja, ich bin's.
Ich spreche mit dir durch das Funkgerät, das mein jüngeres Ich in das Raketenauto eingebaut hat. Was ist da oben los? Sieht nicht gut aus, Doc. Trixie und Parker haben ihren Teil erledigt, aber du bist nun Kids Geisel. Grundgütiger! Ein Scherz. Versuch, Kid in das Auto zu bekommen. Gib mir dann ein Signal und ich übernehme den Rest. Aber wie soll ich... Du! Emmett! Du bist an all dem schuld, oder? Ich hätte es wissen müssen. Ach du alle Geschirr, ist nicht umsonst gefährlich eingestuft. Alkohol ist nicht, wenn die Zeit gekommen ist, lass Kind spielen, warum? Alkohol ist nicht umsonst das gefährlich eingestuft, wenn die Zeit. Ich meine. Warte mal. Alkohol, das heißt. Ist ja leer. Der Sonny Crockett? Ich hätte es wissen müssen. Ich meine, Sonny Crockett? Ach, scheiße. Nichts ausweichen. Echt ausweichen. Wart. Sonst machen wir das die ganze Nacht. Alkohol ist nicht umsonst als gefährlich eingestuft. Wenn die Zeit gekommen ist, lass Kid spielen, warum? Niemand! Gut. Echt so schwer. Hast du ein paar letzte Worte, du Ratte? Nichts, was du verstehen würdest. Ah, scheiße. Dann auf die Titanenart. So langweilst du mich also zu Tode? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wenn die Zeit gekommen ist, lass Kid spüren, warum. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Alkohol ist nicht umsonst als gefährlich eingestuft. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Na los, mach schon, du Riesenaffe! Ist leer. Wozu das also? Gut. Hey! Ah! Da drück drauf! Scheiße! Was zum Teufel? Nein! Na ja, gut, die Information war da jetzt ein bisschen. Puh! Davon, wenn man sich mit Carl Sagan anhängt. Irving Tannen, ich nehme Sie fest wegen Entführung, versuchten Mord, Steuerhinterziehung und Ihrem erbärmlichen Gestank. Steuerhinterziehung? Hast du es nicht gehört? Das Finanzamt hat seine wahre Freude mit Trixies Büchern. Trixie? Oh, das hast du davon, Artie umzubringen, du Mistkerl. Was? Ich hab Artie nicht. Trixie? Artie? Ah ja. Happy End. Mein armer Wagen. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen, Mr. Brown. Dank Ihres lächerlichen Apparates kommt der berüchtigste Verbrecher von Hill Valley nun endlich hinter Gitter. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Miss Frickland. Mein Raketenauto hat vielleicht den Tag gerettet, aber nur, weil es eine Katastrophe ist. Ich brauche eine neue Idee. Wenn Sie interessiert sind, ich hätte da ein paar Anregungen. Aber erst sollten wir uns einen Film ansehen. Sehr gern, Mr. Brown. Ich glaube, Sie werden ihn mögen. Frankenstein. Frankenstein, Leute. Puh. Komm, Amy. Wir suchen Doc. Frankenstein. Ich weiß mir auch. Dank
Danke, dass ich den DeLorean fliegen durfte, Doc. Das war der Hammer. Bist du dir sicher, dass jetzt alles wieder beim Alten ist? Absolut. Kit wandert in den Knast, Jennifer ist wieder auf meinem Abschlussballfoto, Emmett wird sich Frankenstein ansehen und eine Verbrecherfamilie namens... Außerdem haben wir diesmal auch an Einstein gedacht. Kriminalitätsrate in Hill Valley so niedrig wie noch nie. Da ist nur Grandpa, der mit Trixie rummacht. Eine Rückkehr ins Jahr 1986 steht nichts mehr im Weg. Fühlst du dich, als würdest du langsam verschwinden? Nein. Gut, solange dein Vater in 7 Jahren trotzdem geboren wird, kann dein Großvater sich ruhig etwas austoben. Die Hörner abstoßen? Ist es das, was du und Edna tun? Wovon sprichst du? Emmett und Edna werden sich gemeinsam Frankenstein ansehen. Sehr merkwürdig. Grundgültiger. Was? Wir müssen zurück in... Halt den Wagen an! Das könnte katastrophal! Da! Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Also der ist jetzt hinüber. Wo bist du, Doc? Keine Panik. Wir haben alles unter Kontrolle. Doc? Tja. To be continued. Das ist das Ende von Episode 2. Ja, Leute, wir haben es einigermaßen geschafft. Martin McFly, age 18. Okay, Doc, let's see what kind of nightmare alternate timeline I've landed in this time. Father George, Mother Lorraine. Hill Valley under Citizen Brown is not quite the contented town you were led to believe it was. A re-education program? What the hell? Please don't swear, Martin. It makes me uncomfortable. 0 demerits, until this morning. We're through, McFly. I'll never date such a square again. My own girlfriend thinks I'm a square? The obvious question, Mr. McFly, is... What happened to you? Jesus Christ, Doc, what happened to you? Back to the Future, the game. Bürger Braun. Also ist die Episode 3. Ladies and Gentlemen, Boom und Marlon da draußen. Es hat mich gefreut, euch Episode 2 zu spielen. Und wir werden danach postwendend in Episode 3 in Bürger Braun weiterspielen. Ja, wie gesagt, irgendwas ist da schief gegangen und tja, wir werden es feststellen in Episode Teil 3. Okay, ciao.